Na, zu diesem Tagesordnungspunkten ist bereits am Wort Wendelin Mölzer, FPÖ. Die Zertifizierung, die wir hier vornehmen, die wir begrüßen, weil wir da auch der Meinung sind, dass es unbedingt notwendig ist, da alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um eben diesen illegalen Handel mit Kulturgütern zu verhindern, beziehungsweise, wenn es schon passiert, dann auch entsprechend eine Aufklärung und auch Rückgabe von solchen Kulturgütern möglich zu machen. Das Einzige, wo wir uns da fragen, ist, warum das 45 Jahre gedauert hat. 1970 ist das Übereinkommen in der UNESCO geschlossen worden, dass wir das in Österreich ratifizieren. Aber gut, wir ratifizieren es jetzt und das begrüßen wir. Der zweite Punkt ist die Novelle des Bundesmuseengesetzes, die wiederum zwei wesentliche Teile hat. Der erste Teil geht darum, dass Neuerwerbungen durch Schenkungen für die Bundesmuseen künftig in deren direktes Eigentum übergehen können, wenn das der Wille des Schenkers ist und nicht mehr nur des Bundes. Auch das begrüßen wir, weil hier einerseits der Wille des Schenkers eben berücksichtigt werden kann und andererseits, glaube ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, bilanztechnisch Klarheit geschaffen wird. Da sind wir dafür. Der Teil 2, und deswegen verlangen wir eine getrennte Abstimmung, wo wir eben nicht dafür sein können, da geht es um die Installation jeweils eines zweiten Geschäftsführers beziehungsweise der Einführung des Vier-Augen-Prinzips. Wo wir natürlich der Meinung sind, dass das Vier-Augen-Prinzip gut und wichtig ist, aber dass wir dafür nicht unbedingt einen zweiten Geschäftsführer brauchen, sondern ein Prokurist ausreichend ist. Denn auch wenn dieser weisungsgebunden sein mag, wenn er rechtswidrige Weisungen erhält, dann darf er die ja auch ausschlagen und so gesehen würde das reichen. Wir sind ja der Meinung, dass man hier nicht zusätzlich hochdotierte Posten braucht, die dann irgendwo, und das riecht ein bisschen Richtung Proporz deuten, wo man dann neben einem roten, einen schwarzen oder umgekehrt vielleicht Geschäftsführer einsetzen wird. Der Verdacht, der nahe liegt, die Grünen stimmen da dazu. Wenn dann einmal irgendwann SPÖ und ÖVP keine Mehrheit mehr haben und eine dritte Partei in der Regierung brauchen, wenn wir dann vielleicht das Sechs-Augen-Prinzip einführen, ich weiß nicht, also wir sind auf jeden Fall dagegen und werden das dann ja eben auch ablehnen müssen. Danke. Wendelin Mölzer von der FPÖ war das und die nächste.